Der BMW i5 macht das Elektrokonzept der Bayern großserientauglich. War ursprünglich eine Evolution des i3 im Touran-Format geplant, sehen wir jetzt eine viersitzige Limousine, die im Vergleich zu i3 und i8 deutlich höhere Stückzahlen zu deutlich geringeren Kosten in Aussicht stellt. Im Moment wird der klassische Viertürer favorisiert, mit B-Säule, einfacher Struktur und geringen Kosten. Deutlich innovativere Türkonzepte sind aber auch denkbar. Mal zweiteilig, mal einteilig, mal oben angeschlagen, mal seitlich. Von den Außenabmessungen her streckt sich der i5 ins Dreierrevier, bietet aber messbar mehr Platz im Innenraum. Kein Wunder, unter die Haube muss kein Sechszylinder passen und die im Heck untergebrachte E-Maschine ist so kompakt wie ein kleiner Koffer. Derzeit werden zwei verschiedene Antriebslösungen untersucht, die verschiedene Leistungen und Motorkombinationen erlauben. Wenn alles klappt, steht er Mitte 2019 beim Händler. Der 1er bekommt ein Stufenheck und wird damit plötzlich zur Gefahr für den großen Bruder 3er. Der viertürige 1er wird in der Top-Version so stark wie ein 335i, fährt sich noch agiler als ein Mini John Cooper Works. Genau das ist der Stoff, aus dem sich eine Hommage an den unvergessenen 02 schneidern lässt. Allerdings muss BMW aufpassen, mit dem rundum gelungenen 5-Sitzer nicht den viel profitableren 3er zu kannibalisieren, weshalb der 1er mit Stufe derzeit nur China beglücken soll. Ende 2016 soll es soweit sein. Mit dem 385 PS starken M2 setzen die Bayern eine neue Marke in der Kompaktklasse. Galt der 360 PS starke A45 AMG bisher als Maß aller Kompaktsportler, legen die Bayern die Messlatte mit 25 PS mehr im M2 jetzt wieder ein Stückchen höher. Premiere feiert der Kraftmeier Anfang Januar 2016 in Detroit. Der Preis liegt dem Vernehmen nach bei 54.000 Euro. Der M2 geht fast genauso schnell auf Tempo 100 wie der mächtige M4. Breit, bullig und böse. Vier Endrohre sind Pflicht für diese kompromisslos puristische Fahrmaschine.